Und bei uns im Studio ist jetzt unser Weltinnenpolitik-Kollege Nikolaus Doll. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Hallo, grüß euch. Also Bahn, Luftfahrt, ÖPNV. Warum alles gleichzeitig und alles in einer so heftigen Art und Weise? Das ist ja wirklich eine ganz neue Dimension, die wir gerade hier erleben. Ja, also so massiert, wie wir das jetzt derzeit haben, hatten und wahrscheinlich auch haben werden, haben wir das selten gehabt. Willkommen in der Stillstandsrepublik Deutschland. Man muss sich das so ein bisschen wie am Strand vorstellen, ne? Kommt die eine Welle und geht und schon kommt die nächste. Woran liegt das? Das sind, glaube ich, drei Faktoren. Das eine ist die Inflation, die Teuerung, die die Leute auch in diesen Branchen ganz besonders trifft. Das Durchschnittsgehalt im Monat brutto lag vor einem Jahr bei 4.323 Euro. Da liegen viele Leute, die in diesen Berufen arbeiten, Busfahrer, in den Zügen zum Teil, aber auch beim Bodenpersonal drunter. Der zweite Punkt ist, dass in diesen Verkehrsbranchen, wir reden hier über Bahn, ÖPNV und Luftfahrt, Arbeitskräftemangel herrscht. Das heißt, die Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaften haben auch ein entsprechendes Druckmittel. Und der letzte Punkt ist, dass in diesen Branchen, zumindest bei der Deutschen Bahn, aber auch bei den ÖPNV-Unternehmen, bei den Verkehrsunternehmen, ein politischer Einfluss ja immer da ist. Der Staat spielt da eine Rolle mit. Und darüber kann man natürlich den Druck erhöhen, weil Politiker irgendwann sehr dünnhäutig werden, wenn Streiks sich über Wochen ziehen und die Leute unruhig werden. Die Menschen sind ja am Ende nicht sauer auf den Weselski und auf die GDL, sondern auf die Bahn. Ist denn da mit einem schnellen Ende dieser Streiks zu rechnen? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein bisschen wie kommunizierende Röhren. Also natürlich, also wir sprechen hier über eine komplizierte Gemengelage. Wir haben es ja gesagt, wir haben es bei der Bahn, im ÖPNV, also Bus und Bahn und im Luftverkehr. Wir haben es hier mit mehreren Gewerkschaften zu tun. Der Lokführergewerkschaft, dann im Luftverkehr haben wir es mit Verdi zu tun, mit Cockpit und mit UFO und im ÖPNV nochmal mit Verdi. Also wir haben hier verschiedene Brandherde, verschiedene Beteiligte und jeder kämpft schon für sich, aber das sind ein bisschen kommunizierende Röhren. Man guckt schon, was macht der andere, was holt der andere jeweils raus. Wir sehen im Beispiel der Deutschen Bahn, Gerichte haben jetzt zweimal der GDL mit ihrem Streikverlangen Recht gegeben. Warum sollten die einlenken? Und die Forderungen, die die Gewerkschaften stellen, mögen berechtigt sein. Sie sind sehr weitgehend. Die Arbeitnehmerseite verhärtet sich nachvollziehbar. Weil du gerade gesagt hast, die Menschen sind nicht sauer auf Herrn Weselski, sondern auf die Bahn. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Herr Weselski ist schon so etwas wie eine Hassfigur, glaube ich, geworden für viele Deutsche in den vergangenen Wochen und Monaten. Und man fragt sich ja auch, was reitet diesen Mann? Er hat jetzt ein wirklich gutes Angebot von der Bahn erhalten. Ich glaube, 36 Wochenstunden. Aber er sagt, nein, ich will 35 Wochenstunden und reißt das wirklich raus. Also geht es ihm wirklich hier um die Sache oder geht es ihm darum, sich ein eigenes Denkmal zu schaffen? Ich glaube, da geht es um drei Dinge. Erstens mal ist die Latte jetzt sehr hoch gehängt und wir Älteren können uns ja noch, daran erinnern, die 35-Stunden-Woche war ein Symbol. Wenn du jetzt mit der 36-Stunden-Woche rausgehst, ist es halt Ziel halb erreicht. Das andere ist, bei der Deutschen Bahn hat sich sehr viel aufgestaut. Also er muss jetzt auch ein Stück weit wirklich liefern. Und das dritte ist, Klaus Weselski geht jetzt auch bald in Ruhestand. Entweder er zieht es jetzt durch oder gar nicht. Das sind alles Gründe, die eine Rolle spielen mögen. Aber was kann man da trotzdem jetzt doch dagegen tun? Du hast gesagt, es wird ein schnelles Streikende, ist nicht zu rechnen. Ist jetzt nicht die Politik gefordert? Müsste man zumindest bei den Spartengewerkschaften ansetzen? Oder wenn es eben so Dauerstreiks gibt, dass dann eine Schlichtung einfach verpflichtend wird? Das gäbe es ja auch. Bisher hat Weselski das ja immer abgelehnt. Ja, es gab ja schon Schlichtungsverfahren und dann streikt man trotzdem weiter. Das Grundproblem sind diese Spartengewerkschaften. Da müsste man gegen das Tarifeinheitsgesetz, also müsste man das grundsätzlich ummodeln. Dazu wird es nicht kommen. Was könnte man trotzdem tun? Die wohlfeilen Appelle, zum Beispiel vom Bundesverkehrsminister Volker Wissing, jetzt sich doch bitte zu einigen, das ist zahnlos und das bringt wirklich überhaupt nichts. Was die Politik nicht tun sollte, ist sich direkt unmittelbar in die Verhandlungen einmischen. Das ist Sache der Tarifpartner. Das trennen wir in Deutschland sehr sauber und das ist gut und richtig. Trotzdem, ein Streikrecht ist ein hohes Gut, ein Grundrecht, aber es ist nicht unbegrenzt. Und es ist nicht grenzenlos und das haben das Bundesarbeitsgericht und das Bundesverfassungsgericht in den 1990er Jahren und auch schon davor festgestellt. Das Streikrecht muss sich orientieren an der Verhältnismäßigkeit und an einer möglichen Gefährdung des Gemeinwohls. Wir alle können uns jetzt ärgern, wenn die Züge nicht fahren.
Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Unternehmen darauf angewiesen sind oder auch die Kraftwerke für Kohle, dass sie regelmäßig beliefert werden. Das ist eine kritische Situation und ich denke, da könnte man schon mittelfristig drüber nachdenken, dass man neue Regeln zum Teil schafft. Keine Streiks an Feiertagen, eine Schlichtungspflicht, bevor gestreikt wird, ein Ausnahmen für kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel Kraftwerke und ähnliche Maßnahmen. Ich denke, das ist angemessen. Wir werden auf jeden Fall uns weiter mit diesem Thema beschäftigen müssen. Nikolaus Dohl, herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön.